Herr Präsident, meine Damen und Herren! In der angespannten Migrationslage braucht unser Land eine Bundesregierung, die die Realität erkennt und die politische Verantwortung übernimmt. Und es ist Ausdruck politischer Verantwortung, dass Deutschland weiter mitarbeiten wird an einem neuen gemeinsamen europäischen Asylsystem und dass Deutschland die Krisenverordnung im Ministerrat eben nicht blockieren wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn alle von uns, die im Land unterwegs sind und die mit Bürgermeistern, mit Landräten, mit Menschen sprechen, die sich um die Versorgung von Flüchtlingen in diesem Land kümmern, die führen einen Satz auf den Lippen, der in den Ohren von vielen Menschen, die tagtäglich mit dem Thema Flüchtlinge arbeiten und damit zu tun haben, schon fast klingt wie Heuchelei. Und dieser Satz ist: Wir brauchen eine europäische Lösung. Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe in verschiedenen Diskussionen. Ja, wir werden eines Tages das Problem in den Griff bekommen, weil dann haben wir ja eine europäische Lösung. Und es ist genau dieser Ausdruck ritualisierter Debatten, die Art und Weise, bestimmte Sätze einfach dahin zu sagen, Lösungen in den Raum zu stellen, es dann aber nicht zu machen, was dazu führt, dass die Frustration und die Enttäuschung auch mit Blick auf das Thema Migration in unserer Gesellschaft wachsen. Und deswegen muss eine gemeinsame europäische Asylpolitik jetzt kommen. Und es ist gut, dass diese Bundesregierung das auf den Weg bringt. Es gibt übrigens, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch viele andere Bereiche in der Migrationspolitik, wo wir auch ritualisierte Debatten führen, wo man sich mitunter die Augen reibt, weil seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, immer wieder die gleichen Themen hier angesprochen werden und dann aber in der Realität nichts passiert und die Kommunen eben auch nicht merken, dass es tatsächlich zu einer Entlastung kommt. Und wenn, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, wir uns einig sind, dass die Auszahlung von Bargeld an Asylbewerber dazu führt, dass die falschen Anreize gesetzt werden, dann wenden Sie bitte das geltende Asylbewerberleistungsgesetz an und setzen Sie auf Sachleistungen. 8 von 16 Innenminister werden von der Union gestellt, und ich habe kein Verständnis dafür, warum die das geltende Recht nicht einfach anwenden. Und wenn die Kommunen sagen, Sachleistungen sind im Einzelfall schwierig zu organisieren, dann müssen wir das ernst nehmen. Dann gibt es aber mit Bezahlkarten immer noch ein anderes System, auf das man setzen kann und das interessanterweise die großen Vorteile hat, dass man mit Bezahlkarten auch Überweisungen in die Herkunftsländer unterbinden kann. Denn die Menschen verstehen nicht, wie eine Leistung, die dafür gedacht ist, während des Asylverfahrens ein menschenwürdiges Leben zu garantieren, und das ist richtig, dass es das gibt, dass diese Leistung in die Herkunftsländer transferiert wird. Die Verfahren müssen kürzer werden, und es darf nicht mehr möglich sein, aus Asylbewerberleistungen in die Herkunftsländer zu überweisen. Und es ist gut, dass der Bundesfinanzminister ein entsprechendes Verbot und auch die technischen Voraussetzungen auf den Weg bringt. Die Menschen verstehen nicht, dass aus diesen Leistungen in die Heimatländer überwiesen wird. Und die Menschen haben auch ein Problem damit, wenn sie sehen, dass Menschen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, in Deutschland dauerhaft staatliche Leistungen erhalten. Wir reden ja über eine Zahl von 300.000 Menschen insgesamt, von denen ein sehr großer Teil geduldet ist. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt eben auch Menschen, die sind nicht geduldet, reisen trotzdem nicht aus und erhalten staatliche Leistungen. Das macht viele Menschen wütend. Und deswegen bin ich dafür, dass wir das machen, was im Koalitionsvertrag steht, nämlich die freiwillige Rückkehr stärken, endlich eine Rückkehrberatung einführen und daran arbeiten, dass Menschen, die einen negativen Asylbescheid bekommen, im Regelfall auch in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Das muss die Regel sein, und die Menschen haben kein Verständnis dafür, dass das in vielen Fällen so nicht passiert, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, und was die Menschen auch nicht verstehen, ist, und das ist auch so eine ritualisierte Debatte, dass dauerhaft Menschen nach Deutschland kommen, bei denen von vornherein klar ist, dass sie kein Bleiberecht haben. Wir haben eben darüber gesprochen, dass unser Land auch deswegen ein funktionierendes Asylsystem braucht, weil wir Menschen helfen wollen, die tatsächlich unseren Schutz brauchen. Und das ist richtig. Wenn aber dauerhaft Menschen kommen, bei denen wir von vornherein sagen können, hier ist die Prognose zu bleiben negativ, dann setzen wir die Akzeptanz für das Asylrecht insgesamt aufs Spiel. Und deswegen ist es auch hier richtig, dass wir endlich das machen, was im Koalitionsvertrag steht, nämlich prüfen, wie Asylbegehren auch in Drittstaaten behandelt werden können. Das sollten wir auf den Weg bringen und uns nicht weiter in ritualisierten Debatten ergehen.
Und zum Schluss will ich gerne etwas zu Ihnen sagen, liebe Frau Böhmer, weil Sie gerade hier ganz vehement gesagt haben, wie schrecklich doch die EU-Türkei-Erklärung 2016 gewesen ist. Was wäre denn die Alternative gewesen? Was ist denn heute die Alternative? Was ist denn an der Balkanroute so toll? Was ist denn so human daran, Menschen einfach durchzuwinken, nicht zu wissen, ob Familien mit kleinen Kindern ankommen, nicht zu wissen, ob sie eine Bleibeperspektive haben, nicht zu wissen, wie sie versorgt werden auf der Strecke? Es ist besser, wir setzen uns mit den europäischen Nachbarländern zusammen. Wir kümmern uns darum, dass es eine neue EU-Türkei-Erklärung gibt. Das hat tausende Menschen davor bewahrt, im Mittelmeer zu ertrinken. Und ich bin froh, dass wir das damals gemacht haben. Und ich glaube, wir brauchen eine neue Erklärung. Und wir brauchen weniger ritualisierte Debatten und mehr konkrete Lösungen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist das Mitglied des Bundesrates, Staatsminister Armin Schuster.